Willkommen zurück zu einer neuen Folge der ADA-Analyse. Der ersten heutigen Folge, später kommt für euch noch das Let's Play von Injustice Gods Among Us. Ja, die beiden Parts von gestern kamen ja erst heute früh, dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Es ging leider nicht anders, weil das Special ging ja zumindest länger als ich erwartet hätte. Und das Internet hier ist halt manchmal einfach ziemlich beschissen, deswegen waren die halt erst um 1 Uhr online. Aber ja, ich hoffe trotzdem, dass das in irgendeiner Form in Ordnung ist und dass euch die Folgen zugesagt haben. Beim letzten Mal bei der ADA-Analyse hatten wir das Thema Kant. War ein ziemlich kurzes Thema, knapp 13 Minuten. Kommentare gab es leider keine und die Aufrufe waren auch eher wenig, aber trotzdem ein Like, was mich sehr gefreut hat. Und ja, heute ist ein längeres Thema. Das habe ich ja beim letzten Mal schon versprochen und nicht gehalten. Beim vorletzten Mal wollte ich eigentlich was Längeres nehmen und heute kommt jetzt was Längeres. Und zwar Khazad Dûm. In späteren Zeiten auch als Moria bekannt. Ich möchte gleich vornherein zwei Sachen erwähnen. Das eine ist, mir geht's, wie man vielleicht merkt, ich hoffe nicht so sehr merkt, gerade nicht so toll. Ich habe wenig geschlafen heute und bin ziemlich kaputt, aber ich wollte halt unbedingt was Längeres machen, deswegen entschuldigt bitte, dass ich wahrscheinlich, also ich, wie soll ich sagen, ich hoffe, ich sag alles, was es zu sagen gibt. Es könnte gut sein, dass ich ein paar einzelne Details vergessen könnte oder vielleicht irgendwie, ich werde wahrscheinlich springen bei den Themen, also halt bei den Informationen. Kommentare jeder Art sind natürlich wie immer gern gesehen, natürlich auch Fragen oder Anmerkungen, ob ich was vergessen habe, ob was nicht klar geworden ist, etc. Kritik, natürlich auch Wünsche, etc. Und in das zweite, in der Videobeschreibung werden 4 Links stehen. Die ersten 2 Links gehören zu Bildern, also eins ist ein direktes Bild, das andere ist quasi der Übergang zu einer Bilderserie, könnte man sagen. Also es ist so eine Seite, wo man alle möglichen Bilder zum Thema findet. Und die anderen beiden Links sind die englischen Wiki-Einträge zu Khazad Dûm bzw. zu Moria. Einmal von Tolkien Gateway und einmal vom One Wiki to Rule Them All. Weil wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass ich jetzt was vergesse oder das, was vielleicht etwas unklar geworden ist. Und da die englischen Wikis meist besser sind als die deutschen, verlinke ich euch das nochmal, auch weil da weitere Bilder sind. Aber wie gesagt, Fragen aller Art beantworte ich natürlich gerne. Und ja, macht euch mal darauf gefasst, dass es jetzt ein bisschen eine längere Folge wird. Wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass ich ein bisschen springe. Ich hoffe, es wird nicht zu arg. Also, Khazad Dûm ist auch bekannt bei Kriege als Zwergenheim, also bei Wolfgang Kriege bei der Übersetzung, hat aber noch einige andere Beinamen. Zu den Namen kommen wir später. Es handelt sich um eine unterirdische Stadt, beziehungsweise Festung und Mine im Nebelgebirge, denn es ist irgendwie alles im einen. Gegründet wurde es im ersten Zeitalter, in den Jahren der Bäume von Durin dem Ersten, Durin dem Unsterblichen. Ganz kurz zu der Geschichte, weil die Geschichte kann man sehr lang und breit erzählen, aber da das nicht direkt zu Khazad Dûm gehört, gehe ich da nur kurz drauf ein. Durin der Erste ist als einziger der Zwergenfürst, was heißt Fürsten, also der Urväter der Zwerge, alleine aufgewacht, denn es gibt ja 7 Zwergen-Clans und die anderen sind alle paarweise aufgewacht, aber Durin der Erste ist alleine aufgewacht, ist auch der älteste der Zwergen-Ahnen, sage ich jetzt mal, und zwar am Gundabad-Berg. Und er hatte eine Vision im Spiegelsee, der auch Kelet Saram heißt, auf Zwergisch. Er hat in diesen See geblickt und hat sich halt gesehen mit den 7 Sternen und einer Krone. Deswegen gibt es auch ein Sternbild, was die Sternenkrone heißt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wie gesagt, mir geht es gerade nicht wahnsinnig toll. Aber auf jeden Fall hat er diese Vision und hat halt dann quasi dort in der Nähe Khazad Dûm gegründet.
als ein Ort, der für alle Häuser der Zwerge zugänglich sein soll. Da gibt es auch den sogenannten Stein Durins, der diese Geschichte erzählt oder zumindest ein Erinnerungsstück ist. Und Khazad Dûm wurde vom Osten her begonnen aufzubauen. Wie gesagt, wenn jetzt was unklar ist, dann bitte in die Kommentare. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen schwer. Im ersten Zeitalter kommt Khazad Dûm tatsächlich fast gar nicht vor. Also zum Beispiel in den Kriegen von Beleriand ist es komplett verschont geblieben. Morgoth hat irgendwie, man hat das Gefühl, Morgoth hat nicht wirklich Gedanken an Khazad Dûm, wie soll ich sagen, gegeben. Er hatte anderes im Sinn, halt vor allem die Elben. Und wirklich datumsmäßig kommt es erst vor, wieder vor im zweiten Zeitalter, im Jahre 40, wo nach Khazad Dûm bzw. das spätere Moria auch andere Zwergenstämme ziehen, zumindest viele Zwerge von anderen Zwergenstämmen, zum Beispiel von den Feuerbärten und den Breitschultern. Denn ursprünglich ist Khazad Dûm ja die Heimat der Langbärte. Wie gesagt, Durin der Erste ist halt der Urvater der Langbärte, aber es gibt sieben Zwergenclans. Da, auch darauf gehe ich jetzt nicht wirklich ein, weil es hat nicht wirklich was mit der Stadt zu tun. Aber ist ein sehr interessantes Thema eigentlich. Auf jeden Fall sind da eben viele Zwerge von den Sippen der Feuerbärte und der Breitschultern nach Khazad Dûm gegangen, haben ihre eigenen Städte verlassen aus den Blauen Bergen. Und deswegen ist die Bevölkerung Khazad Dûms stark angewachsen, ebenso wie der Reichtum und das Ansehen der Zwerge. Und die Zwerge haben da dann begonnen, Handel zu treiben mit den benachbarten Elben in Ost, in Ethil. Aber zu dem Thema mit Elben sage ich später nochmal was. Im Jahre 1697 des zweiten Zeitalters haben die Zwerge Saurons, also Durins Zwerge, eben die Zwerge von Khazad Dûm, Saurons Hauptstadtmacht im Rücken angegriffen. Eregion war da verwüstet worden und Saurons Armeen hatten Elrond in seiner gerade quasi neu gegründeten Zuflucht Imladris angegriffen. Und die Zwerge waren auch präsent im letzten Bund. Eine Tatsache, die sehr oft vergessen wird, dass es eben nicht nur aus Elben und Menschen bestand, sondern auch den Zwergen aus zumindest Durins Linie. Aber auch dazu komme ich später nochmal kurz. Das nächste Wichtige ist natürlich im dritten Zeitalter, im Jahr 1980. Das ist das Jahr, wo die Zwerge versehentlich den Balrog geweckt haben, der später als Durins Fluch bekannt sein sollte. Denn der wichtigste Rohstoff in Khazad Dûm war natürlich das Mithril. Und die Zwerge haben dazu gierig nach Mithril geschürft, den Balrog erweckt und er hat König Durin den Sechsten erschlagen. Ein Jahr später hat der Balrog auch König Nain den Ersten erschlagen, womit dann die Zwerge aus Moria geflohen sind in die Eisenberge und in die Ered Mithrim, also das Graue Gebirge. Natürlich die Zwerge, die dann noch am Leben waren, denn der Balrog hat ja davor ziemlich gewütet in Khazad Dûm und so weiter. Wichtig ist dann wieder das Jahr 1999, das Zeitalter. Zu der Zeitpunkt wurde dann das Königreich unter dem Berg von Trai dem Ersten gegründet, womit Erebor auch Hauptstadt der Zwerge wurde und Moria, wie ja dann der Name war, wurde vom Balrog beherrscht. Im Jahr 2480, das Zeitalter, haben die Orks, also die wilden Orks, geheime Festungen im Gebirge erbaut. Außerdem hat Sauron zu der Zeit begonnen, damit Khazad Dûm wieder zu besiedeln mit seinen Orks. Teilweise Wilden, die aus dem Norden kamen, die verlassene Stadt Khazad Dûm betreten oder zu dem Zeitpunkt Moria betreten haben, wegen der Reichtümer und sich dann da eingenistet haben. Und teilweise eben auch mit Trollen und Orks, teilweise Uruks, glaube ich, auch von ihm selber. Und ja, die Orks haben da auch begonnen, den Balrog anzubeten. Beziehungsweise, ja, vielleicht nicht anzubeten, aber eben zu huldigen. Wie ich schon öfter gesagt habe, hat der Balrog ihnen große Angst gemacht. Und er war halt der uneingeschränkte Herrscher von Moria. Und die Orks waren nicht mehr als seine Diener. Nächster wichtiger Punkt ist das Jahr 2790, das Zeitalter, wo der da schon greise König Tror nach Moria geht. Nachdem Smaug das Königreich unter dem Berg, also Erebor, vernichtet hat und erschlagen wurde von Azog, von dem selbsternannten König von Moria. In dem Jahr begann dann auch der Krieg zwischen den Orks und den Zwergen.
9 Jahre später, im Jahr 2799 des roten Zeitalters, entbrannte die Schlacht von Arsinoe-Biser vor den Osttoren von Moria. Und damit endete auch der Krieg zwischen Zwergen und Orks mit dem Sieg der Zwerge. Der König Thrain II. Wollte die überlebenden Zwerge danach dazu bringen, dass sie Moria wieder in Besitz nehmen. Das wurde aber abgelehnt, auch von Dain dem Zweiten, den wir als Dain Eisenfuß kennen, aufgrund des Balrogs. Dain war der Einzige, der den Balrog gesehen hat. Er war ja auch derjenige, der Azog getötet hat, zumindest im Buch, und konnte einen Blick nach Khazad Dûm, nach Moria reinwerfen und hat eben den Balrog darin gesehen. Interessanterweise war zwischen den Jahren 2845 und 2950 das Zeitalter auch Gandalf mal in Moria, hat die Stadt betreten. Er suchte danach Thrain den Zweiten. Dieser wollte ja Richtung Erebor reisen mit einigen Gefährten, das dem Drachen entreißen und ist verschwunden. Später findet er ihn dann in Dol Guldur. Aber kam da eben auch nach Khazad Dûm. Und auch Aragorn hat mal Moria betreten. Entweder vor oder nach Balins Kolonie, auf die ich gerne noch eingehen werde. Warum Aragorn mal Moria durchquert hat, weiß man leider bedauerlicherweise nicht. Das ist eine Sache, die nur ganz kurz im Buch erwähnt wird, dass Gandalf eben schon mal in Khazad Dûm war, in Moria war, sich deswegen ein bisschen mit dem Weg auskennt und Aragorn halt auch. Das ist auch der Grund, warum Aragorn zumindest im Buch, im Film nicht, aber im Buch sehr, sehr stark davon abrät, Moria zu betreten und eigentlich überhaupt kein Fan von diesem Plan ist. Das kommt halt im Film nicht vor, es ist eigentlich nur ein kleines Detail, was ich aber sehr interessant finde. Ja, Balin hat mit seiner Schar 2789 durchs Zeitalter den Erebor verlassen, um eben Moria wieder zu bevölkern, für die Zwerge wieder ins Besitz zu nehmen. Aber das ging bekanntlich nicht gut aus. 5 Jahre später, im Jahre 2994, ist er gestorben, durch einen Ork erschossen mit einem Pfeil. Und die Zwergensiedlung in Moria wurde vernichtet durch die Orks. Mit 3019 durchs Zeitalter kam dann schließlich die Gemeinschaft des Ringes durch Moria, wo nach Gandalf auch den Balrog vernichten konnte. Allerdings blieb Moria weiter ein Ort der Dunkelheit und übler Kreaturen bis ins 4. Zeitalter, also noch über den Sturz von Sauron hinaus, was sehr spannend ist. Im 4. Zeitalter von dem wissen wir nicht viel. Wir wissen aber, dass der letzte König der Zwerge, Durin der Siebte, im 4. Zeitalter, wahrscheinlich nach dem Jahr 171 für das Zeitalter, Moria erfolgreich zurückerobert hat und die Zwerge dann da weiterleben oder wiederleben. Viel mehr weiß man da nicht. Khazad Dûm selber liegt im Nebelgebirge oberhalb des Schattenbachtals und befindet sich zwischen drei Bergen. Das eine ist der Karadras, auch als Rothorn bekannt, oder bei den Zwergen Barad-Zinbar. Das zweite ist der Celebdil, den man auch als Silberzinne kennt, oder wie es bei den Zwergen heißt, Zirakzibil. Und das dritte ist der Fanuidul, der wird auch als Wolkenkopf bezeichnet, bei den Zwergen heißt der Bundushatur. Nicht weit entfernt lag auch zumindest im zweiten Zeitalter eben Ostenethil, die Elbenstadt. Die Hauptstadt von der Region, die mit Khazad Dûm auch verbunden war durch eine Straße, die eben zum Westtor der Zwergenstadt geführt hat. Denn Khazad Dûm hat, wie gesagt, zwei Eingänge. Es wurde begonnen im Osten und im Westen hat es quasi aufgehört. Eventuell, es gibt eine Theorie, dass das eine Vorahnung von Durin dem Ersten, also Durin dem Unsterblichen gewesen sein könnte, dass er vielleicht den Fall von Khazad Dûm vorausgesehen hat oder zumindest Schwierigkeiten vorausgesehen hat und deswegen zwei Eingänge hat bauen lassen. Oder beziehungsweise letztendlich gebaut wurden. Weil wir wissen ja im offiziellen Kanon, in der offiziellen Lore, die Durins tun ihre Erinnerungen immer weitergeben an den nächsten Durin. Das heißt, dass alle weiteren Durins natürlich auch auf die Erinnerung von Durin den Ersten zugreifen konnten. Habe ich ja mal erklärt bei meiner Meinung zu die Ringe der Macht. Ist ja auch eine ganz interessante Sache. Khazad Dûm war natürlich das größte und berühmteste aller Zwergenstädte. Fast schon ein Zwergenreich und war eigentlich immer ein
blühendes Zentrum der Zwerge, vom ersten Zeitalter bis zum dritten Zeitalter. Also bis zu seinem Fall natürlich, durch eben erst den Balrog und später die Orks, aber ansonsten immer ein blühendes Zentrum. Der letzte Zwergenherrscher in der Stadt ist natürlich so gesehen Balin, einer der 13 Gefährten von Thorin und Kompanie und auch ein Verwandter von Gimli, den wir als einen der neuen Ringgefährten kennen. Seit der Gründung ist es natürlich die Heimstatt von Durins Volk, also von den Langbärten, aber wie gesagt, ursprünglich war es geplant als Stadt für alle Zwerge, gleich welches Stammes. Sie besteht aus unzähligen Minen, Schmieden, Gängen, Hallen, Kammern, Stollen und ist natürlich ein weit verzweigtes, prachtvolles Höhlensystem mit natürlich einer ganzen Stadt noch dabei. Und sie hatte auch verschiedene Ebenen. Mindestens 7. Denn die Marzebu-Kammer zum Beispiel, also die Kammer, die Balin als Sitz gewählt hat, liegt auf der 7. Ebene. Und ist eine der bekanntesten Hallen natürlich. Eine der bekanntesten Verteidigungsanlagen von Khazad-dûm ist Durins Brücke, also die Brücke von Khazad-dûm. Warum dürfte klar sein? Durch die Enge ist es für einen Angreifer halt sehr schwer, Khazad-dûm anzugreifen, denn das ist, wie gesagt, Khazad-dûm wurde vom Osten her begonnen. Das ist quasi die erste Verbindung nach Khazad-dûm rein. Und Armeen können da sich halt kaum aufhalten, können kaum darüber stürmen, denn man muss hintereinander gehen. Man kann ja nicht nebeneinander gehen, wie man ja zum Beispiel aus dem Film weiß. Das ist einfach eine Verteidigungsmaßnahme der Zwerge gewesen, eine der bekanntesten, wie gesagt. Ansonsten weiß man, dass in Hochzeiten es in Khazad-dûm auch taghell gewesen sein soll. Das erzählt Gimli zum Beispiel. In den oberen Ebenen gab es halt Fenster, durch die Licht von draußen reingekommen ist. In den unteren Ebenen gab es sehr viele Lampen, die waren aus Kristall gefertigt, soweit ich weiß. Von den Sprachen her wurde in Khazad-dûm natürlich Khuzdul gesprochen, das Zwergisch, aber auch Sindarin und Westron. Zu den Zeiten, wo die Orks waren, natürlich auch die schwarze Sprache und das Orkische. Und wie gesagt, es gibt zwei Eingänge. Das eine ist das Osttor, das natürlich schön verziert ist und zu Zeiten des Ringkriegs auch offen steht. Das ist das Tor, durch was die Gefährten nach Gandalfs vermeintlichem Fall fliehen. Und das Westtor, das Tor, was eben versteckt ist, durch das Ifildim, was man nur bei Mondlicht sehen kann, was ja auch ein Passwort benötigt. Und eben die Verbindung ist zu damals Eregion, zumindest zu Zeiten, wo Eregion noch stand. Denn ja, die Freundschaft zwischen den Elben von Eregion, den Noldor von Eregion und den Zwergen aus Khazad-dûm ist natürlich legendär, ist natürlich sehr wichtig zu erwähnen. Ansonsten ist vielleicht noch spannend, wie groß Khazad-dûm wirklich ist. Denn ich habe dazu gefunden, dass es vom Westtor bis zum Osttor mindestens 40 Ma sich über 40 Meilen erstreckt. Nur so zum Vergleich. Eine Meile sind laut meinen Recherchen 1609,34 Meter. Also knapp 1600 Meter. Eine Meile. Und es sind mindestens 40. Also Khazad-dûm, man hört schon an dieser Zahl, das ist keine kleine Stadt. Das ist muss ein absolut riesiges Reich, also ich würde es wirklich Reich nennen, gewesen sein, was halt die kompletten, wie gesagt, zwischen den drei Bergen gelegen, was die komplett wahrscheinlich ausgehöhlt hat und sich halt über Ebene für Ebene erstreckt hat. Und die Beschreibung, die man zum Beispiel im Herr der Ringe hat, also auch im Film, aber auch im Buch, ist einfach nicht sehr viel. Also zumindest nicht, wenn man das ganze Reich vergleicht. Aber die Gefährten hatten natürlich auch kein Interesse daran, komplett Khazad-dûm zu sehen, weil sie wollten ja möglichst schnell durchkommen. Ja, wie gesagt, das wichtigste Material Khazad-dûms war das Mithril. Interessanterweise wurde das Mithril erst gefunden früh im zweiten Zeitalter. Also im ersten Zeitalter zum Beispiel noch gar nicht. Ist natürlich eines der wertvollsten und seltensten Metalle Mittelerdes. Und dadurch war Khazad-dûm nicht sehr überraschenderweise auch eine der reichsten Städte in ganz Mittelerde. Und war sonst in Mittelerde nirgendwo zu finden. Außer in den glitzernden Grotten, in der Höhle von Aglarond, wo ich später nochmal drauf kurz komme. Aber das Mithril war auch einer der Gründe, oder zumindest hat es geholfen bei eben der Freundschaft zwischen den Elben von
Eregion, den Noldor und halt den Zwergen von Khazad-dûm. Auch Galadriel ist natürlich durch Khazad-dûm durchgegangen, durch das Westtor mit ihren Anhängern nach Lothlórien, als sie Eregion verlassen hat, und um Lórien zu gründen. Und ja, im zweiten Zeitalter, als die Elben Krieg mit Sauron geführt haben, haben die Zwerge von Khazad-dûm die Tore einfach geschlossen. Und dadurch, dass sie die Tore geschlossen haben, hatten sie keine Niederlagen, keine Verluste, absolut nichts. Man sollte dabei erwähnen, dass zur selben Zeit zum Beispiel der Gundabad-Berg fiel, auch ursprünglich in der Zwergenstadt, beziehungsweise im Zwergenreich, in die Hand der Orks. Und dass ja Sauron, wie gesagt, sowohl Eregion erobert hat, als auch fast ganz Eriador. Aber den Zwergen von Khazad-dûm konnte er einfach nichts anhaben. Die haben ihre Tore zugemacht und er kam nicht rein. Und die Zwerge haben, wie ich vorher schon gesagt habe, auch gegen Sauron agiert, als er Ostenedith erobert und zerstört hatte, Eregion vernichtet hatte, hat eben Elrond die Überlebenden gesammelt und ist nach Norden geflohen, wo er eben Imladris gegründet hat, in dem Tal der Brünen, und wurde eben dort 3 Jahre belagert. Und dann sind ihm die Zwerge von Khazad-dûm zu Hilfe gekommen, durch eben das Westtor, und Saurons Hauptstadtmacht in den Rücken gefallen. Was überhaupt erst der Grund ist, warum Bruchtal im Ring zu Ringkristian zum Beispiel noch steht. Auch eine Tatsache, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Natürlich waren Sauron die Zwerge ein absoluter Dorn im Auge. Aber er konnte ihnen, wie gesagt, nicht wirklich was anhaben. Er hat seinen Orks befohlen, dass sie den Zwergen Probleme machen, wann immer sie können. Natürlich hat er Fortschritte teilweise gemacht, denn die Bevölkerung Khazad-dûms ist geschwunden. Also sie am Anfang des zweiten Zeitalters, wie gesagt, deutlich angestiegen, aber danach immer mehr geschwunden. Gerade im späten zweiten Zeitalter und im frühen dritten. Einfach weil es halt immer wieder Orkenüberfälle gab und auch aus teilweise anderen Gründen, zum Beispiel eben diesen Hilfsaktionen, beziehungsweise ich glaube, es hatte auch teilweise Vorratsprobleme, dass einfach die Bevölkerung viel zu groß war für die Vorräte, die man hatte. Auf gut Deutsch ist vielleicht manchmal welche verhungert sind, aber da bin ich mir nicht sicher. Und wie gesagt, beim letzten Bündnis haben die Zwerge von Khazad-dûm auch teilgenommen. Es wird halt, wie gesagt, das vergisst man leider oft, dass der letzte Bund eben nicht nur aus Elben und Menschen bestand, sondern auch aus Zwergen von Khazad-dûm. Leider haben wir da keine Zahlen und sonstiges. Wir wissen nicht, wie viele Zwerge beteiligt waren. Es gibt auch Beweise oder zumindest Hinweise, dass es da ein paar verräterische Zwerge gab, die Sauron unterstützt haben. Also die in seinem Heer gekämpft haben. Aber wir kennen halt keine Zahlen. Das ist sehr bedauerlich, aber es ist Fakt, dass die Zwerge von Khazad-dûm auch im letzten Bund gekämpft haben. Und natürlich nach Khazad-dûm zurückgekehrt sind, nachdem Barad-dûr erfolgreich belagert wurde und Sauron zumindest fürs Erste besiegt war. Und ja, nach den Geschichten von im dritten Zeitalter, nach den Versuch von Balin, Moria wieder zu erobern, sind am 30. Januar 2019 im dritten Zeitalter die Gefährten eben zu den Türen von Durin gekommen und nach Moria reingeflohen, zum Beispiel um dem Angriff vom Wächter am Wasser zu entkommen. Das Thema hatten wir ja erst gestern. Was ich gestern nicht vorgelesen habe, war, dass zumindest im Buch die Gefährten auch angegriffen wurden von Wölfen, Wagen, vielleicht auch Werwölfen, das ist nicht ganz klar aus der Buchstelle, weil sie ursprünglich eben über das Nibelgebirge ja gehen wollten, aber nicht konnten wegen dem Karadras. Und ja, sie sind eben nach Osten vorgestoßen, haben die Kammer von Maesab gefunden und am 15. Januar die Brücke von Khazad-dûm überquert, also 2 Tage später. Auch hier sieht man so ein bisschen die Größe von Moria, obwohl die Gefährten, wie gesagt, dank Gandalf den Weg kannten, zumindest größtenteils, und sich beeilt haben. Aber auch hier sieht man, dass Moria-Khazad-dûm nicht klein ist. Und ja, da ist eben Gandalf dann mit dem Balrog in die Tiefe gestürzt und die übrigen Gefährten sind durch das Osttor, durch das Schattenbachtor entkommen. Der Name Khazad-dûm selber ist natürlich Khuzdul und bedeutet Zwergenbinge,
Andere Übersetzungen, die ich gefunden habe, sind Zwergenhalle, Zwergenheim oder Zwergengrube. Das englische Original ist Devarrodelf, was auch die Westron-Übersetzung des Namens darstellt und vielleicht Grabung der Zwerge bedeuten könnte. Ansonsten gibt es noch viele andere Namen, denn die Bekanntheit Khazad-dûm war so groß, dass es in vielen Sprachen vor Westblätter einen Namen hatte. Zum Beispiel in Sindarin heißt es Hardofront. Nee, ich habe es mir aufgeschrieben, aber es ist gerade schwer zu lesen. Hardorond, das heißt Zwergengewölbe, könnte auch mit Zwergenhalle oder Zwergengrotte übersetzt werden. Im Quenya heißt es Kasarondo. Und es gibt noch einen anderen Westron-Begriff, der heißt Purunagian. Und ja, dann gibt es natürlich noch den Namen Moria, der eben erst aufkam, nachdem die Bewohner von Khazad-dûm vertrieben wurden durch den Balrog, durch Durins Fluch, wurde die Mine eben nur noch als Moria genannt oder bekannt. Das heißt auf Sindarin dunkler Abgrund oder schwarzer Abgrund. Es gibt da zum Beispiel auch noch so Assoziationen wie schwarze Grube, schwarze Kluft oder halt ganz klassisch die Minen von Moria. Ein anderer Name ist natürlich Durins Hallen, einfach in Erinnerung an den Gründervater. Und interessant auch hier ist, dass im Gesamten zumindest Herrn der Ringe, also im Buch der Herr der Ringe, nur Moria als elbischer Begriff benutzt wird. Und zwar eventuell als ein abwertender Begriff. Und es wird hier kein Unterschied gemacht zwischen der Zeit vor der Flucht der Zwerge und danach. Also die Zwerge im Herr der Ringe nennen Khazad-dûm immer Moria. Auch davor. Das ist sehr interessant. Ich glaube, das ist aber nur bei den Waldelben so aus Lothlorien. Die aber auch zumindest ein bisschen dankbarer sein könnten, wenn man so sieht, dass Galadriel nur das gründen konnte, weil sie halt durch Moria gehen durfte. Oder durch Khazad-dûm gehen durfte. Der Ausdruck Moria ist auch nicht unbedingt nur negativ, denn auch die Zwerge verwenden ihn teilweise. Also er wird, der Name wird im Buch von Boromir zum Beispiel als ein übles Omen gedeutet, aber auch bei den Zwergen wird der Name teilweise verwendet und da hat er keine Verbindung mit der Zerstörung des Zwergenreiches. Gloin zum Beispiel ist ja bei Aerons Rat und spricht da zum Beispiel Moria, das Wunder des Nordens. Das erzählt er, während er halt im Aerons Rat auch die Geschichte erzählt, wie das Reich untergegangen ist durch den Balrog. Aber er benutzt ganz offensichtlich das Wort Moria nicht als Abwertung, sondern einfach wahrscheinlich, um zu kennzeichnen, ja gut, es ist halt zu der Zeitpunkt kein Zwergenreich mehr, leider, bedauerlicherweise. Erst im Silmarillion gibt es dann eben den Namen Hardorond aus dem Sindarin, der ja ein anderer Name für Khazad-dûm ist und der eben von den Elben verwendet wird, bevor der Balrog auftaucht. Und das Moria dann erst eben nach dem Balrog als Verwendung, also als Name verwendet wird. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass schon im ersten Zeitalter Khazad-dûm die größte aller Zwergenstädte war und bereits damals eben die Sinder, die Elben, die Namen kannten. Gerade die Sinder von Beleriand kannten diesen Namen aus den Erzählungen der Zwerge. Es war für sie damals nur ein Name und ein Gerücht. Sie haben es damals noch nicht gesehen, aber sie kannten es schon. Also wie gesagt, es war von Anfang an eigentlich hochbekannt, der Ort. Und ansonsten ist noch interessant, dass die tiefsten aller Gänge von Khazad-dûm nicht von den Zwergen ausgehoben wurden, sondern von den namenlosen Wesen. Habe ich gestern beim Abo-Special auch kurz erwähnt. Sind Gänge weit unter Khazad-dûm, also bei weitem tiefer. Keiner außer der Balrog wusste von diesen Gängen. Und Gandalf der Weiße erzählt eben von denen, als er den drei Jägern im Fangornwald erzählt, wie es mit dem Balrog gelaufen ist. Und aber auch auf die namenlosen Wesen gehe ich jetzt hier nicht wirklich ein, weil das hat nicht unbedingt was mit der Stadt zu tun. Das ist aber trotzdem eine interessante Sache gewesen. Ansonsten natürlich ist interessant, dass es noch andere interessante oder spannende Bauwerke in Khazad-dûm gibt. Die endlose Treppe zum Beispiel, die in der Vertikalen Moria komplett durchzieht, die vom tiefsten Verlies bis zum höchsten Turm führt und die eins der Sachen ist, die zerstört werden während dem Kampf zwischen Gandalf und dem Balrog.
Und ja, wie gesagt, dass Moria bzw. Khazad Dûm halt nicht das einzige, der einzige Ort ist, wo man Mithril fand. Aber es gab ansonsten nur einen, eben die Höhlen von Aglarond, die glitzernden Grotten, wo man eben auch kleine Adern des begehrten Metalls fand, aber eben erst im Laufe des Ringkrieges. Und also recht spät, weil davor ja die glitzernden Grotten von den Rohirrim, die liegen ja hinter der Hornburg, hinter Helms Klamm, nicht wirklich genutzt wurden. Was auch wahrscheinlich der Grund ist, warum da das Mithril so lange unentdeckt blieb. Gimli ist ja der erste Zwerg, der überhaupt diese Grotten sieht, und im Buch kann der ja gar nicht genug Lob an diese Grotten geben. Und ja, was noch interessant ist, ist, dass halt das zerstörte Stadttor von Minas Tirith nach dem Ringkrieg aus Mithril gefertigt wurde. Wahrscheinlich mit dem Mithril aus Aglarond, also aus den glitzernden Grotten. Aber auch das ist halt ein Hinweis darauf, dass die Zwerge letztendlich Khazad Dûm im vierten Zeitalter wieder in Besitz nehmen konnten. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles genannt, wie ihr schon hört. Das ist eine Menge. Aber ich wette, ich habe ein paar Kleinigkeiten, ein paar Sachen vergessen. Wie gesagt, die beiden englischen Wikis findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie eben Bilder zu Khazad Dûm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ist auf jeden Fall, denke ich, eine deutlich geilere Folge geworden als die letzten beiden. Ja, vielleicht nicht geiler, aber auf jeden Fall deutlich länger und wahrscheinlich spannender. Und genau, wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, später noch zu Let's Play Injustice, Gods Among Us und halt bei der Art-Analyse nächsten Montag wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.